Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, als wir in der letzten Folge Maxwell in den Hinter getreten haben, kam auf einmal Gaius und Musée um die Ecke und haben die Lanze von Christnik aus was weiß ich wo rausgeholt und Maxwell irgendwie daran geklebt. Und jetzt wollen wir mal sehen, was die damit vorhaben. Okay. Nein, jetzt nicht noch ein Bosskampf. Ernsthaft. Nein. Ah, Mann, in diesem Spiel passieren immer krassere Sachen. Alter. Und es war alles nur ein Traum. Hey there. Good morning. Good morning. Hey, how are you feeling? I'm all right. But where are we? This is Balin's residence. Who's that? My cousin. You know, the one in Olympias? I could have sworn I mentioned him before. So that must mean... We made it to Olympias! Rise and shine. Okay. How are you feeling? Not bad. I'm fine. Balin, I presume. Yep. AKA the guy who Oh, hello, Jake Curtis. Not that it was a dramatic rescue or anything. Habe ich schon gefragt, wann auftaucht. Feel free to Kenn ich aus dem Artbook. Sure. Hey, Balin, don't we seem, you know, strange to you? Maybe a little bit. I'm surprised you recognize me. It's been 20 years. That's Uncle's gun, huh? You should thank him for it. It's a little tricky thanking the dead. Oh, right. Good point. Huh, where is it? Oh nein, ist ein Zombie. Your cousin sure is interesting. He's an odd bird, even for Olympias. Als Professor Doktor analysiert er schon direkt. No. Jude. Ah, don't worry about it. Childhood mishap. Calibration complete. Balin, stop. Why? Hey, that's... I didn't think folks from the other side would have seen one of these before. A Spyrex. Hold your horses. Huh? Life would be a drag without it. Literally. Oh,
Ich wollte gerade sagen. Why don't you mosey around while I whip something up? It's your first time on this side, after all. Guter Meuchler. Ja. Ja, natürlich. Wo sind wir denn jetzt genau? So kartenmäßig. Aha. Prüfen. Wundergummi. Geil. Schon mal chillige Musik. Der Typ sieht aus wie Jake Curtis, einer der Hauptcharaktere aus Tales of the Abyss. Und wir haben ja schon direkt eine Quest, hallo. Wenn ich davon nur etwas bekommen könnte, wäre meine weltverändernde Erfindung komplett. Hey, ihr da. Wenn ihr etwas für mich findet, werde ich euch sehr gut für eure Mühen bezahlen. Was meint ihr? Na klar. Das, wonach ihr sucht, ist nah wie Metall. Damit könnte ich die genialsten Erfindungen feststellen, die Welt je gesehen hat. Leider kann ich euch nicht sagen, was es ist. Ich darf nicht riskieren, meine Konkurrenz darauf aufmerksam zu machen. Hab ich doch mal was? Ihr habt es geschafft. Wow, das ging schnell. Jetzt kann ich meine Erfindung fertigstellen. Da ihr für meinen Erfolg ausschlaggebend wart, verrate ich euch ein kleines Geheimnis. Meine Erfindung ist der Erfindungserfinder. Diese Maschine denkt selbstständig nach, um Erfindungen ohne menschliches Zutun zu erfinden. Ich werde euch eure Belohnung geben, sobald der Erfindungserfinder seine erste erstklassige Erfindung erfindet. Wow. Oh Gott. Dann haben wir mit der Krona-Symbol. Okay. Wieder vereint. Ja. Is it really you? Do I look like someone else? No. You're Mila, all right. And yourself? You seem different from last I saw you. Really? A little bit. Looks like you grew up without me. Could be. It doesn't change who I am, though. It's good to see you again. Same to you. Ja, bring dich bitte nicht nochmal um. So, ich hätte gern einen Speicherpunkt. Er hat Geschoss. Ah, da ist ein Speicherpunkt, da ist ein Laden. Okay, was ist nun im zweiten? Was haben wir im zweiten Erdgeschoss? Sieh nicht in der Stadt um. Okay. Dann machen wir das nicht. Hallo Omi. Wer seid ihr denn? Kann ich etwas für euch tun? Schnell weg hier. Und hier. Hallo. Ist da wer? Ich werde niemals aufgeben. Der Anderwelt-Reaktorplan ist überlebst du, wenn nicht für Olympios. Ja, cool Story. Prüfen, hi. Kaut. Minas Rückkehr. Oh, it is you. I'd never forget what these feel like. Stop it, Tipo. Let go. No, it's what you get for making us worry. That's right. I want a hug too. Leave some room for me. Even you, Leia? No point trying to fight it. Fine. I surrender. I'm sorry for what I put you all through. That includes you, Alvin. That's really not necessary. No need to be coy. Omila won't let you into the group hug. What, you plan on joining in too? I don't mind. Very well then. And I'm out. Jetzt wird es merkwürdig. Ja. Zwei Mädchen, ein alter Mann. Drei Mädchen, ein alter Mann. Nein. Bitte nicht. So, hier haben wir noch eine Sackgasse mit einer Sackgasse. Dingens. Hey. You're using a Spyrex too. You mean this? Me and my grandma use them too. Really? My granddaughter and I both have a cardiovascular disease, and we've had medical Spyrexes implanted to help with them. I bet it hurt really bad when you put it on, huh? Yes, it did. But you just have to bear the pain. Because without Spyrex, we wouldn't be able to live normal lives. I see. You're so brave for being so young. Yeah, totally! My grandma always says that.
Thanks to the advance in medical Spyrex technology, we've been able to overcome our illnesses. We'll never forget what Dr. Mathis did for us. May his soul rest in peace. Mathis? That's the same as your last name, Jude. Dr. Mathis is the one who created my Spyrex. But he died in a boat accident a long time ago. This whole time, I only saw Spyrex as harmless. So, was heißt denn Jude ist aus Olympios? Okay. Ich weiß, ihr habt Herz-Kreislauf-Störungen, aber ich will hier einige Sachen von euch plündern, aber ihr habt nichts. Habt ihr noch mal Glück gehabt? So. Was haben wir noch hier? Boah, eine Katze nach der anderen. Did you hear they're planning to raise the Spyrex tax again? It's all because of that otherworld reactor plan thing, right? Honestly, what is the government doing? I'm sure everything will turn out fine on Rize, whatever, without our help. So you think we should just leave them be? Hey, nobody said that. We should pay their people fair compensation and promise to help them with their development. Pay them with what, though? Our tax money? It's not like we're any better off. Well, you'd hope the government thinks of something instead of digging into our pockets. Either way, someone's got to figure out this energy crisis, or we'll all be gone in a few years. Oh, I can't even worry that far ahead. I've got my hands full just worrying about today. I guess you can't make everyone happy. Must be nice to be so self-absorbed. That's just how people are. I'd be much more scared of a society where people were afraid to speak their minds. Yeah, that's true. Ja. Sind halt nicht alle so heroische Helden wie wir. Und dann speichere ich vielleicht. Schaffe ich jetzt auch noch ein bisschen aufzuleveln. This is the Olympian city of Triglyph. Welcome, visitors from Risa Maxia. Und da ist schon ein Skit aufgetaucht, aber nö, erstmal aufleveln. Boah, ganz ehrlich, ich habe schon irgendwie befürchtet, dass, keine Ahnung, dass wir kurz vorm Ende des Spiels schon sind, aber jetzt natürlich nicht mehr. Weil Maxwell und so was alles, Gaius, ich dachte, gegen die müssten wir jetzt auch noch kämpfen, ey. Ja, noch schöner. Aber nee, das Spiel geht dann noch weiter, zum Glück. Ich habe gehört, irgendwie 40 Stunden Spielzeit. Ich spiele jetzt gerade 40 Stunden, wenn ich mich irre. Kann da irgendwie nicht hinkommen. Also, finde ich jedenfalls. Ich möchte jetzt nicht die Seite nennen, wo ich das gehört habe, aber ehrlich. Wo ist das Ding denn hier? FP. Und Stärke. Rotkappe und FP. Die FP werde ich dann wahrscheinlich auf Screen ausrüsten. Und dann habe ich auch einen besseren Überblick hier. Ich gehe immer so schnell eigentlich nur durch, aber ich gucke mir die auch richtig an, wenn ich hier zweites Arzt. Ne? Von Arzt wechseln, wenn du bei ihrer Verwendung an die Taste gedrückt hältst. Dämonenfaust, Heiler, Zerbrusschlag und Stahl. Okay. Oh. Ich weiß nicht mal annähernd, was das bedeuten könnte. Aber egal. Ich würde sagen, den Rest leveln wir dann später auf. Ja, machen wir einfach irgendwas. Miau. Und wo ist das Schlüsseldingen? Stimmt, der Dat hat noch gefehlt, ich Idiot. Das schaffen wir nicht mehr. So, Elise. Ah. Psyche. Thomas, im nächsten Part aufleveln. Verdammt. Intelligenz. Naja, schaut man immer. Nicht mal annähernd. Nein. Nur schon wieder FP. Ja, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier, kriegen wir Titel. Jo, großer Geist.
that cable is somehow conveying luminescent energy to that lamp. How could they have possibly built a city this size without using spirit arts? It's almost frightening. Everyone here seems to be just like us. Except for the part where none of them can channel spirits. It's a whole different world. Hey. People are just like us. It looks to be that way. Okay. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.